Hallo, moin moin, hier ist wieder Jörg von YouTube-Kanal Joggler66, Hour of the Truth, Stunde der Wahrheit, mit einer weiteren Lesung von Babylon nach Rom von Alexander Hislop. Wir befinden uns im Augenblick im Kapitel 5, Abschnitt 3, Bräuche und Zeremonien und lesen heute mindestens den Teil Das Bekleiden und Krönen von Bildnissen. Das sind 10 Seiten und ob ich den ganzen Abschnitt in einer Lesung schaffe, weiß ich nicht, da ich redlich ziemlich viel Kommentare vorbereitet habe. Also werden wir sehen, wie weit wir kommen. Auf jeden Fall sind wir jetzt schon im 5. Kapitel und im Abschnitt 3. Auf Seite 168 am Ende der Seite fahre ich fort für diejenigen, die mitlesen möchten. Im Zeremoniell der Kirche Roms spielt das Bekleiden und Krönen von Statuen eine nicht geringe Rolle. Die heiligen Statuen werden nicht wie gewöhnliche Statuen mit Kleidung aus dem gleichen Material wie sie selbst dargestellt, sondern die Kleider werden ihnen von Zeit zu Zeit angelegt, wie bei richtigen Sterblichen aus lebendigem Fleisch und Blut. Für ihre Stoffe werden oft verschwenderische Ausgaben gemacht, und man glaubt, dass die, welche sie mit glänzenden Kleidern beschenken, dadurch ihre außerordentliche Gunst erwerben und einen großen Vorrat an Verdiensten für sich selbst ansammeln. Ja. Pluspunkte für die Waagschale sammeln, ne? So werden der Herzog und die Herzogin von Montpensier im September 1872 im Tablet nicht nur wegen ihrer Mildtätigkeit gefeiert, weil sie 3000 realen Almosen für die Armen gegeben haben, sondern besonders und vor allem wegen ihrer Frömmigkeit, weil sie, Zitat, der Jungfrau ein prachtvolles Gewand aus Goldgewebe schenkten mit weißer Spitze und einer silbernen Krone. Ende Zitat. Etwa um die gleiche Zeit wurde die Frömmigkeit der zügellosen Königin von Spanien durch eine ähnliche Wohltat bezeugt, als sie als Gabe der Huldigung zu Füßen der Himmelskönigin das Kleid und die Juwelen niederlegte, welche sie bei einer früheren Gelegenheit zu einem feierlichen Dankfest trug, sowie das Kleid, das sie trug, als sie durch den Attentäter Merino niedergestochen wurde. Zitat von dem spanischen Journal España. Der Umhang, schreibt das Journal, wies die Zeichen der Wunde auf, und sein Hermelinfutter war von dem kostbaren Blut ihrer Majestät befleckt. In dem Korb, in dem die Kleider lagen, waren ebenso die Juwelen, die das Haupt und die Brust ihrer Majestät schmückten. Darunter war ein diamantenes Mieder, das so fein gearbeitet und so überwältigend war, dass es aus einem einzigen Stein gearbeitet zu sein schien. Ende Zitat. All dies ist schon kindisch genug und zeigt die menschliche Natur unter einem höchst herabwürdigenden Blickwinkel. Aber es wurde lediglich von der alten heidnischen Verehrungsform kopiert. Das gleiche Bekleiden und Schmücken der Götter wurde in Ägypten praktiziert, und dort gab es heilige Personen, die allein die Erlaubnis hatten, eine so hohe Aufgabe zu erfüllen. Sie werden im Stein von Rosette deutlich folgende heilige Beamten erwähnt. Und ich führe einen Suchlink, um mehr über den Stein von Rosette zu erfahren, in die Beschreibungsbox des Videos mit ein. Könnt ihr da dann gerne mal nachlesen und euch drüber informieren. Zitat: Die Hauptpriester und Propheten und die, die den Zugang zu dem Adyton haben, um die Götter zu bekleiden, versammelt im Tempel zu Memphis, gaben folgendes Dekret heraus. Ende Zitat. Das Bekleiden der Götter nahm eine genauso wichtige Stellung in dem heiligen Zeremoniell des alten Griechenlands ein. Pausanias schreibt über ein Geschenk an Minerva, Zitat: Zu späteren Zeiten sandte Laodike, die Tochter Agapenos, einen Schleier an Minerva, Alea, nach Tegea. Ende Zitat. Das Epigramm, also die Aufschrift auf dieser Opfergabe, weist gleichzeitig auf die Herkunft Laodikes hin. Zitat: Von dieser Aufschrift: Laodike aus Zypern, die Göttliche, ihrem väterlichen, weit ausgedehnten Lande, diesen Schleier, ein Opfer für Minerva, sandte. Ende Zitat. Als Hekuba, die trojanische Königin, im bereits erwähnten Fall angewiesen wurde, die Bußprozession durch die Straßen Trojas zu Minervas Tempel zu führen, wurde ihr befohlen, nicht mit leeren Händen zu gehen, sondern als annehmbarstes Opfer mit sich zu führen, Zitat, den größten Umhang, den es in deinen vollen Garderoben gibt, höchst preisgekrönt in der Kunst und sorgfältig mit Gold gearbeitet. Ende Zitat. Die königliche Dame gehorchte gewissenhaft. Die phrygische Königin ging zu ihrer reichen Garderobe, wo kostbare Düfte einen teuren Geruch ausströmten.
Dort lagen Gewänder von nicht gewöhnlicher Kunst, sidonische Mädchen bestickten jedes Teil, das aus dem milden Sidon der jugendliche Paris brachte, der mit Helena die tyrische Küste berührte. Als hier die Königin mit achtsamen Augen die mannigfachen Gewebe und Farben überdachte, wählte sie einen Schleier, der bei weitem erhaben schien und strahlend glühte wie der Morgenstern. Nun, hier besteht sicherlich eine verwunderliche Ähnlichkeit zwischen der Frömmigkeit der Königin von Troja und derjenigen der Königin von Spanien. Im Heidentum der Antike nun verbarg sich ein Geheimnis unter dem Bekleiden der Götter. Natürlich, es ist immer irgendwo ein Geheimnis darunter verborgen. Wenn es Götter und Göttinnen so sehr befriedigte, gekleidet zu werden, dann deshalb, weil es eine Zeit in ihrer Geschichte gab, zu der sie dringend gekleidet werden mussten. Ja, es kann eindeutig festgelegt werden, und darauf wurde ja schon hingewiesen, dass letztlich der große Gott und die große Göttin des Heidentums auch als Inkarnation unserer großen Urahnen verehrt wurden, während die Tatsachen ihrer eigenen Geschichte mit ihrem Götzensystem verflochten waren. Der verheerende Fall unserer Urahnen beraubte sie ihrer ursprünglichen Herrlichkeit und machte es nötig, dass die göttliche Hand ihre Blöße mit einem extra für sie vorbereiteten Gewand bedeckte. Ich kann an dieser Stelle nicht auf eine umfassende Beweisführung zu diesem Punkt eingehen, sagt Alexander hier, aber wir wollen kurz über die Aussage Herodots über die jährliche Zeremonie in Ägypten nachdenken, bei der ein Widder geschlachtet und der Väter der Götter mit seinem Fell bekleidet wurde. Vergleichen wir diese Aussage mit dem göttlichen Bericht im ersten Buch Mose über das Bekleiden des Vaters der Menschheit mit einem Mantel aus Schafsfell. Kann es nach allem, was wir über die Erhebung von Toten zu Göttern gesagt haben, noch einen Zweifel daran geben, welcher Sache man auf diese Weise jährlich gedachte? Nimrod selbst musste, als er in Stücke zerteilt wurde, notwendigerweise entkleidet werden. Und diese Bloßstellung wurde mit der Blöße Noahs und schließlich mit der Adams gleichgesetzt. Seine Leiden wurden auch angeblich freiwillig zum Wohle der Menschheit erduldet. Auch seine Blöße und die des Vaters der Götter, von welchem er eine Inkarnation war, wurde somit als freiwillige Demütigung betrachtet. Als daher sein Leiden und seine Demütigung vorüber waren, betrachtete man das Bekleiden, das man an ihm vornahm, als verdienstvolles Bekleiden, das nicht nur für ihn selbst verfügbar war, sondern auch für all diejenigen, die in seine Mysterien eingeweiht waren. Gemäß der Aussage von Firmicus, dass die Eingeweihten das Gleiche erduldeten, was ihr Gott erduldet hatte, wurde bei den heiligen Riten des babylonischen Gottes sowohl die Bloßstellung als auch das Bekleiden, was angeblich tatsächlich stattfand, an all seinen Verehrern wiederholt. Nachdem sie zunächst ordnungsgemäß durch Zauberriten und Zeremonien, also total unbiblisch, müssen wir uns immer wieder in Erinnerung rufen, dass wir hier über die Heiden sprechen, dass wir hier über diejenigen sprechen, die außerhalb des Gebietes Gottes gewohnt, gelebt und Götter verehrt haben. Nachdem sie zunächst ordnungsgemäß durch Zauberriten und Zeremonien vorbereitet worden waren, wurden sie im Zustand absoluter Nacktheit in den innersten Innenraum des Tempels geführt. Das erinnert mich ein wenig an die Initiation in der Freimaurerei in solche Geheimbünde wie zum Beispiel Skull and Bones, wo man dann ja auch nackt in einem Sarg liegt, kommt alles irgendwo wieder vor. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Alles ist bereits bekannt, auch unter den Heiden. Nun, das geht aus folgender Aussage von Proklus hervor. Zitat: Es heißt, dass die Mystiker im allerheiligsten Mysterium zunächst den vielgestaltigen Gattungen begegnen, das heißt bösen Dämonen, die vor die Götter geschleudert werden. Betreten sie jedoch standhaft und durch die Zauberriten behütet die inneren Räume des Tempels, empfangen sie wirklich in ihrer Brust göttliche Erleuchtung und haben von ihren Kleidern befreit, sozusagen an einer göttlichen Natur teil. Ende Zitat. Als die so erleuchteten, die Illuminierten und zu Teilhabern einer göttlichen Natur gewordenen Eingeweihten neu gekleidet waren, nachdem sie von ihren Kleidern befreit worden waren, waren die Gewänder, die man ihnen anzog, sogenannte heilige Gewänder, die besondere Eigenschaften hatten. Ja, wenn ich mir einen Vorhang umhänge, dann kann ich auch fliegen wie Superman, ne?
Der Rock aus Fell, mit dem der Vater der Menschheit durch Gott gekleidet wurde, nachdem ihm seine Nacktheit so schmerzvoll bewusst gemacht worden war, war, wie es alle bewanderten Theologen anerkennen, ein typisches Sinnbild für die herrliche Gerechtigkeit Christi. Das Kleid des Heils, welches, Zitat, für alle und auf alle ist, die glauben. Ende Zitat. Die Kleider, die den Eingeweihten angezogen wurden, nachdem man ihnen ihre früheren Kleider ausgezogen hatte, sollten offensichtlich als eine Nachahmung desselben dienen. Zitat: Die Kleider derer, die in die eleusinischen Mysterien eingeweiht waren, wurden als heilig und nicht weniger wirksam in der Abwendung von Bösem erachtet als Amulette und Zaubersprüche. Sie wurden niemals ausrangiert, bevor sie nicht vollständig abgetragen waren, weiß uns Potter zu berichten. Und natürlich wurden sie, wenn möglich, in diesen heiligen Kleidern begraben, denn Herodot sagt im Zusammenhang mit Ägypten, woher ja diese Mysterien stammen, dass die Religion die Kleider der Toten vorschrieb. Die Wirksamkeit heiliger Kleider als Mittel der Erlösung und Befreiung von Bösem in der unsichtbaren und ewigen Welt nimmt eine hohe Stellung in vielen Religionen ein. So glauben die Parsen, bei denen die Grundelemente ihres Systems von dem chaldäischen Zoroaster stammen, dass Sadra bzw. das heilige Hemd hauptsächlich dazu dient, dass sie bewahren die verstorbene Seele vor den großen Nöten, die von Ahriman kommen, dem Teufel. Und diejenigen, die die Verwendung dieses heiligen Hemdes vernachlässigen, leiden angeblich in ihren Seelen und, Zitat, geben höchst furchtbare und entsetzliche Schreie von sich, Ende Zitat, wegen der Qualen, die ihnen zugefügt werden, Zitat, durch alle Arten von Reptilien und giftigen Tieren, die sie mit ihren Zähnen und Stacheln angreifen und ihnen nicht einen Augenblick Ruhe gönnen, Ende Zitat. Was konnte die Menschheit nur dazu gebracht haben, einem heiligen Hemd solch eine besondere Eigenschaft zuzuschreiben? Wenn man erkennt, oder wenn man anerkennt, dass es nur eine Verdrehung des heiligen Kleides ist, das unseren ersten Eltern angelegt wurde, so ist alles klar. Dies erklärt auch das sonst so unerklärliche abergläubische Denken im Papsttum, das im Mittelalter so viele dazu brachte, sich gegen die Ängste vor dem kommenden Gericht zu wappnen, indem sie begehrten, in einem Mönchsgewand begraben zu werden. Zitat: In einem ausrangierten Mönchsgewand begraben zu werden, begleitet von einem Schreiben, das den Verstorbenen in einem Mönchsorden einschrieb, wurde als sichere Befreiung von der ewigen Verdammnis angesehen. In Pierce the Plowman Creed, das ist Glaubensbekenntnis des Pflügers Pierce, wird geschrieben, wie ein Mönch einem armen Mann sein Geld abschwatzt, indem er ihm versichert, sofern er nur etwas für sein Kloster spendet. Zitat: Sankt Franziskus selbst wird sich in seinen Mantel hüllen und dich der Dreieinigkeit darbieten und für deine Sünden beten. Ende. Auch von dem Zitat inzwischen anscheinend. Habe ich wohl, ja, drüber gelesen, wo das endete. Aber Kraft desselben abergläubischen Glaubens wurde König Johann von England in einer Mönchskutte begraben. Und, Zitat, bevor Leben und Unsterblichkeit, Ende Zitat, bei der Reformation von Neuem ans Licht gebracht wurden, fiel manch einer anderen königlichen und adeligen Persönlichkeit nichts Besseres ein, als sich selbst in das Gewand irgendeines Mönchs oder Bettelmönchs zu hüllen, der so unheilig war wie sie selbst, um ihre nackte und beschmutzte Seele angesichts des Todes zu bedecken. Jetzt wird's interessant. Betrachtet man all diese betrügerischen Mittel sowohl im Papsttum als auch im Heidentum im Zusammenhang mit dem Bekleiden der Heiligen des einen Systems und der Götter des anderen und verfolgt man ihre Spur bis zu ihrem Ursprung zurück, so zeigt sich, dass seit die Sünde in die Welt kam, der Mensch von jeher das Bedürfnis verspürte, sich mit einer besseren Gerechtigkeit als seiner eigenen zu bedecken. Und dass es die Zeit gab, als alle Geschlechter auf Erden wussten, dass die einzige Gerechtigkeit, die einem solchen Zweck dienen konnte, die Gerechtigkeit Gottes war und die Gerechtigkeit von Gott im Fleisch offenbart. Ja.
alles nur, weil die Sünde in die Welt kam. Und diese betrügerischen Mittel sind sowohl im Papsttum als auch im Heidentum. Nun, ich verstehe eigentlich nicht, warum Alexander hier einen Unterschied macht zwischen Papsttum und Heidentum. Wir haben ja inzwischen mehr als deutlich gelernt, dass das Papsttum das Heidentum überhaupt ist. Aber gut, am Ende auf Seite 170 fährt Alexander fort. Aufs Engste mit dem Bekleiden der Heiligenstatuen verbunden ist auch deren Krönung. In den letzten 2 Jahrhunderten wurden in der päpstlichen Glaubensgemeinschaft die Feste zur Krönung der Heiligenstatuen mehr und mehr gefeiert. In Florenz wurde vor wenigen Jahren die Statue der Madonna mit dem Kind in ihren Armen mit ungewöhnlicher Feierlichkeit und Prunk gekrönt. Nun, dies entstand ebenfalls aus den Tatsachen heraus, deren in der Geschichte von Bacchus oder Osiris gedacht wurde. Wie Nimrod der erste König nach der Sintflut war, so wurde Bacchus als der erste gefeiert, der eine Krone trug. Als er jedoch in die Hände seiner Feinde fiel, verlor er gleichzeitig all seinen Ruhm und seine Macht, sowie auch seine Krone. Des Sturzes der Krone vom Haupte des Osiris wurde besonders in Ägypten gedacht. Diese Krone wurde zu verschiedenen Zeiten auf verschiedene Arten dargestellt, aber in der berühmtesten Sage von Osiris wurde sie als Steinkleekranz beschrieben. Klee war in dem heidnischen System eines der Sinnbilder für die Dreieinigkeit. Kennen wir heute nicht Klee als Wahrzeichen von Irland? Irland, das katholisch gemacht wurde durch die Calvert-Carroll-Familie, die eine wichtige Rolle spielte als Söldner des Papsttums und bei der Gründung der Vereinigten Staaten von Amerika, wie ihr in den Lesungen von Herrscher des Bösen von mir gelernt habt. Klee war in dem heidnischen System eines der Sinnbilder für die Dreieinigkeit. Also da finde ich das doch ziemlich deutlich, dass man das sieht. Unter den heutigen Traktarianern wird Klee in dem gleichen symbolischen Sinn verwendet wie lange Zeit im Papsttum, woher ihn der Pyismus übernahm. Pyismus, habe ich schon mal erklärt, ist Anglo-Katholizismus. Hatte ich ja schon mal früher in der Lesung erklärt. Könnt ihr euch gerne nochmal raussuchen unter dem Stichwort der Oxford-Bewegung. Wenn ihr das googelt, lernt ihr mehr über den Pyseismus. Komisch auszusprechen, das Wort. Nun, so sieht man in einem lästerlichen päpstlichen Bild aus dem 14. Jahrhundert, dass Gott den Vater darstellen soll. Das ist ja nun die größte Gotteslästerung überhaupt, dass man sich nicht nur von Jesus, sondern hier sogar von Gott selber ein Bild macht, ne? Wie er eine Krone mit 3 Zacken trägt, von denen jede mit einem Blatt weißen Klees gekrönt ist. Wir sehen das in der hier eingeblendeten Abbildung 39 in dem Video. Lange bevor jedoch der Traktarianismus oder Romanismus bekannt war, war der Klee schon ein heiliges Symbol. Das Kleeblatt war offenkundig ein Symbol von höchster Bedeutung bei den alten Persern. Denn Herodot sagt in einer Beschreibung der Riten der persischen Magier, Zitat, wenn jemand, also ein Perser, einem Gott opfern will, führt er das Tier an die geweihte Stelle. Dann teilt er das Opfer in Stücke, kocht das Fleisch und legt es auf ganz milde Kräuter, besonders Klee. Sobald dies geschehen ist, singt ein Magier. Ohne ein Magier kann kein Opfer dargebracht werden. Eine heilige Hymne. Ende Zitat. Was haben Magier und Heiligtum miteinander zu tun? Da geht es nur um das Wort heilig, das hier missbraucht wird für das Heidentum. Mit heilig hat das nichts, überhaupt nichts zu tun. Aber auch in Griechenland spielte der Klee in der einen oder anderen Form eine wichtige Rolle. Denn der Stab Merkurs, des Seelenführers, dem solche Macht zugeschrieben wurde, wurde Raptos Tripetilos genannt, der dreiblättrige Stab. Bei den britischen Druiden wurde das weiße Kleeblatt als Wahrzeichen ihres dreieinigen Gottes hochgeachtet und entstammte derselben babylonischen Quelle wie der Rest ihrer Religion. Jetzt muss ich hier doch mal eben anmerken, wir sprechen hier von der Dreieinigkeit Gottes, die Dreieinigkeit, die Trinität oder Trinity, wie es im Englischen heißt, ist eine pur katholische, babylonische Lehre. Der Gott der Bibel ist ein Gott. Es gibt nur einen Gott, einen Vater im Himmel.
Es gibt keine drei. Die Dreieinigkeit ist unbiblisch. Und Alexander zeigt hier deutlich auf, wo der Ursprung herkommt. Wie der Rest ihrer Religion, einer babylonischen Quelle, da kommt die ganze Dreieinigkeit her. Es gibt da ein großes Missverständnis unter den Christen nach dem Motto Vater, Jesus und der Heilige Geist. Und diese drei sind, wie es in der Bibel geschrieben steht, eins. Und der Heilige Geist ist keine Person, es ist der Geist Gottes, der in der Form von dem Geist Jesu hier verweilt als der Tröster, seit er wieder aufgestiegen ist in den Himmel. Wenn überhaupt, dann ist der Gott der Bibel höchstens eine Zweieinigkeit, Vater und Sohn, aber niemals eine Dreieinigkeit. Aber er ist eins, weil der Vater und der Sohn, wie Jesus sagte, sind eins. Es ist ein Gott, keine Dreieinigkeit. Und wir sehen hier deutlich bei dem, was ich vorgelesen habe, mit dem Kleeblatt, was ja wohl auch hauptsächlich eben immer drei Blätter hat. Deswegen sucht man ja ein vierblättriges meistens wie verrückt und findet das selten. Das dreiblättrige Kleeblatt kommt ja meistens vor. Daher stammt, oder das ist eines der Zeichen, der Trinität, der Dreieinigkeit der heidnischen Götter, nicht des Gottes von Abraham, Isaak und Jakob, des Gottes der Bibel, des Schöpfers von allem, was geschöpft wurde. Der Steinkleekranz, fährt Alexander fort, von welchem der Kopf des Osiris umgeben war, war also die Krone der Dreieinigkeit, die Krone, die ihm als Repräsentanten des Ewigen auf das Haupt gesetzt wurde, die Krone der ganzen Welt, gemäß der göttlichen Stimme zu seiner Geburt. Zitat, der Herr der ganzen Welt ist geboren. Ende Zitat. Da nun dieser Steinkleekranz, diese Krone der Weltherrschaft, vor seinem Tod von seinem Haupt fiel, musste die Krone wieder auf seinem Kopf gesetzt und seine Weltherrschaft feierlich bestätigt werden, als er zu neuem Leben auferstand. Daher kam auch die feierliche Krönung der Statuen des großen Gottes sowie das Niederlegen des Kranzes auf seinem Altar als Trophäe seiner wiedererlangten Herrschaft. Wenn jedoch der große Gott gekrönt wurde, war es auch nötig, dass die große Göttin eine ähnliche Ehre empfing. Deshalb wurde erzählt, dass Bacchus, als er seine Frau Ariadne zum Himmel trug, ihr zum Zeichen der ihr verliehenen hohen Würde eine Krone auf das Haupt setzte. Und das Andenken an diese Krönung der Frau des babylonischen Gottes wird bis zu dieser Stunde bewahrt durch das bekannte Sternbild namens Ariadnea Corona, das heißt Ariadnes Krone. Dies ist zweifellos der wahre Ursprung des päpstlichen Brauchs, das Bildnis der Jungfrau zu krönen. Und ich füge hier in das Video ein Bild von Ariadnes Krone ein, dass ihr euch das ansehen könnt. Dadurch, dass der Steinkleekranz eine so auffällige Stellung im Mythos von Osiris einnahm, dass der Kranz auf seinem Altar gelegt und sein Grab mit Blumen gekrönt wurde, das macht man doch heute auch, wenn jemand verstorben ist und man geht auf den Friedhof, man bringt Blumen mit und legt die Blumen auf das Grab nieder. Ich denke mal, dass wir hier ganz deutlich sehen, wo dieser Brauch auch herkommt. Das ist heidnisch. Es ist ja nicht verboten, an die Toten zu denken, aber man muss die Toten nicht gedenken, weil die Toten wissen gar nichts. Die schlafen und warten auf die Auferstehung. Entweder zur ersten Auferstehung bei Jesu Wiederkunft oder auf die Auferstehung zum Gericht. Also dadurch, dass der Steinkleekranz eine so auffällige Stellung im Mythos von Osiris einnahm, dass der Kranz auf seinen Altar gelegt und sein Grab mit Blumen gekrönt wurde, entstand der im Heidentum so verherrschende Brauch, die Altäre der Götter mit Kränzen aller Arten und mit einer bunten Fülle von Blumen zu schmücken. Mit diesem Grund für das Schmücken der Altäre mit Blumen ging ein weiterer Hand in Hand. Hier kommt ein kleines Zitat. In diesem schönen Feld von Enna, wo Proserpina beim Blumenpflücken war, wurde sie selbst, da sie eine schönere Blume war, vom düsteren Dis gepflückt.
Und als die Blumen verloren gingen, die sie in ihrem Schoß gesammelt hatte, brachte der Verlust, den die Welt dadurch erlitt, nicht nur ihre eigenen Tränen hervor. Er wurde auch in den Mysterien als ein Verlust von nicht gewöhnlicher Art beweint, ein Verlust, der sie selbst nicht nur ihres eigenen geistlichen Ruhms beraubte, sondern sogar die Fruchtbarkeit und Schönheit der Erde zum Welken brachte. Man glaubte aber, dass die Frau Nimrods unter dem Namen Astarte oder Venus diesen Verlust mehr als wieder gut gemacht hat. Während daher der heilige Kranz des entkrönten Gottes mit Triumph wieder auf seinen Kopf und seine Altäre gelegt wurde, wurden auch die wiedergefundenen Blumen, die Proserpina verloren hatte, ebenfalls daneben auf diese Altäre gelegt, als Zeichen der Dankbarkeit gegenüber jener Mutter der Gnade und Güte für die schönen und zeitlichen Segnungen, die die Erde ihrem Eingreifen und ihrer Liebe verdankte. Im heidnischen Rom wurde dies besonders praktiziert. Die Altäre wurden großzügig mit Blumen geschmückt. Direkt aus dieser Quelle übernahm das Papsttum den Brauch, den Altar mit Blumen zu schmücken, und vom Papsttum ausgehend bemühte sich der Pyrrhusismus im protestantischen England sehr, die Sitte bei uns, also in England, einzuführen. Ja, weil der Pyrrhusismus ist ja die Oxford-Bewegung, das ist die katholische katholische Bewegung in England. Ganz stark ab 1850, also der Zeit, wo Alexander Hislop dieses Buch hier schreibt. Aber er fährt auch fort und sagt, wer nur den kleinsten Funken christlichen Gefühls verspürt und bedenkt, woher sie also kommt, wird sicher sehr peinlich berührt sein bei einem solchen Gedanken. Nicht nur läuft es dem Geist des Glaubens, des Evangeliums zuwider, der fordert, dass die Anbeter Gottes, der Geist ist, ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten, sondern man gesellt sich auf symbolische Weise direkt zu denen, die sich über die Wiedereinsetzung des Heidentums im Widerspruch zu der Anbetung des einen lebendigen und wahren Gottes freuen. Wir fahren fort im nächsten Teil, Abschnitt 4. Aber denkt nochmal nach über das, was ich über die Blumen gesagt habe. Das ganze Blumenschmücken, mehr oder weniger, ist wahrscheinlich sowieso vollständig heidnisch. Ebenso das sich Blumen schenken. Aber gut. In Abschnitt 4 fährt Alexander fort, der heißt Der Rosenkranz und die Verehrung des Heiligen Herzens. Ja, und das ist ein Teil, da habe ich, glaube ich, ein paar Kommentare mit reingeschrieben, weil der Rosenkranz und vor allen Dingen die Verehrung des Heiligen Herzens sind doch ein paar Kommentare wert. Aber gut, am Ende von Seite 173 fährt Alexander fort mit dem Abschnitt 4, der Rosenkranz und die Verehrung des Heiligen Herzens, und sagt, jeder weiß, dass die Verwendung des Rosenkranzes zutiefst katholisch ist und dass die Anhänger Roms ihre Gebete mechanisch anhand seiner Perlen aufsagen. Mechanische und wiederholte Gebete. Absolut etwas, wo Jesus Christus darauf gewiesen hat, dass man das nicht tun soll. Jedoch ist der Rosenkranz keine Erfindung des Papsttums. Nein, natürlich nicht, weil die Wurzeln des Papsttums liegen in Babylon und alles, was das Papsttum tut, hat es vorher schon gegeben. Er ist uralt und man stößt fast überall unter heidnischen Völkern darauf. Der Rosenkranz wurde als heiliger Gegenstand von den alten Mexikanern verwendet. Er wird von den Brahmanen Hindostans allgemein eingesetzt und in den hinduistischen heiligen Büchern finden wir immer wieder Hinweise darauf. So wird in einem Bericht über den Tod von Sati, der Frau Shivas, der Rosenkranz erwähnt. Zitat: Als Shiva von diesem Ereignis hörte, wurde er vor Kummer ohnmächtig. Als er sich wieder erholt hatte, beeilte er sich, zu den Ufern des Himmelsflusses zu kommen, wo er den Körper seiner geliebten Sati liegen sah, gekleidet in weiße Gewänder, in ihrer Hand einen Rosenkranz. Und sie glänzte vor Pracht, so hell wie poliertes Gold. Ende Zitat. Im Tibet und unter all den Millionen im Osten, die dem buddhistischen Glauben angehören, wird er seit unvordenklichen Zeiten verwendet. Folgendes Zitat von Sir John F. Davis zeigt, wie er in China eingesetzt wird. Zitat: Von der tatarischen Religion der Lamas ausgehend wurde der Rosenkranz aus 108 Perlen Teil des zeremoniellen Gewandes, das zu den 9 offiziellen Rangstufen gehört. Er besteht aus einer Kette aus Steinen und Korallen, fast so groß wie ein Taubenei, fällt bis zur Taille herab und unterscheidet sich durch verschiedene Perlen, je nach der Stellung der Person, die ihn trägt.
Es gibt einen kleinen Rosenkranz mit 18 Perlen von kleinerer Größe, mit welchen die Bonzen, das sind buddhistische Priester, ihre Gebete und Stoßgebete genau wie im römischen Ritual zählen. Die Laien in China tragen ihn manchmal am Handgelenk, mit Moschus parfümiert, und nennen ihn Heang Chu, das heißt duftende Perlen. Ende Zitat. Im asiatischen Griechenland wurde der Rosenkranz allgemein verwendet, wie an der Statue der ephesischen Diana gesehen werden kann. Und da sehen wir den Holzschnitt Abbildung 8 von Seite 38, wo wir schon vorher gelesen hatten, hier nochmal eingeblendet, um euch die ephesische Diana nochmal dichter beizubringen. Im heidnischen Rom scheint es genauso gewesen zu sein. Die Halsketten, die die römischen Frauen trugen, waren nicht nur Schmuckbänder rund um den Hals, sondern hingen vor der Brust herab. Genau wie heutige Rosenkränze und die Bezeichnung, die man ihnen gab, weist darauf hin, wozu sie verwendet wurden. Monile, das übliche Wort für Halskette, kann keine andere Bedeutung haben als Erinnerungsbringer. Souvenir, hä? Was immer auch zunächst der Anspruch bei der Einführung solcher Rosenkränze oder Erinnerungsbringer gewesen sein mag, allein die Idee ist zutiefst heidnisch. Nun, das englische Wort für Rosenkranz, Rosary, erscheint vom chaldäischen Ro, das heißt Gedanke, und Share, der Leiter, zu kommen. Also Rosary leitet sich ab von leitender Gedanke. Es wird vorausgesetzt, dass man eine gewisse Anzahl Gebete regelmäßig durchgehen muss. Dabei übersieht man die große Forderung, die Gott nach dem Herzen stellt, und diejenigen, die sie verwenden, werden verleitet zu glauben, die Form und Routine alles sind und sie um ihre vielen Willen Redens erhört werden müssen. Also nochmal. Es wird vorausgesetzt, dass man eine gewisse Anzahl Gebete regelmäßig durchgehen muss. Aber das ist nicht biblisch. Dabei übersieht man die große Forderung, die Gott nach dem Herzen stellt, und diejenigen, die sie verwenden, werden verleitet zu glauben, dass Form und Routine alles sind und sie um ihres vielen Redens willen erhört werden müssen. Das ist ja im Grunde der Kommentar, den ich bereits schon mal versucht habe, deutlich zu machen. Jesus sagt in der Bibel, dass man nicht beten soll wie die Heiden. Keine, wie es im Englischen heißt, contemplative prayers, das heißt Wiederholungsgebete, ständig und immer wieder dasselbe sagen. Jetzt überlegt mal, wenn man als Katholik die Beichte in die Beichte geht, dann sagt der Priester, ich muss so und so viele Maria unser und so viel Vater unser und was weiß ich nicht alles beten. Das sind pure Wiederholungsgebete. Und die Katholiken stammeln auf ihren Prozessionen die ganze Zeit irgendwelche Gebete runter und immer wieder dieselben Worte. Und sie glauben, dass sie wegen ihres vielen Redens willen erhört werden müssen. Dabei sagt Gott doch ganz deutlich, dass er die Gedanken des Menschen schon kennt, bevor er sie überhaupt selber empfängt als Gedanke. Gott weiß, was wir denken, Gott weiß, was wir ihn fragen wollen, und er fragt, dass wir unsere Gebete im stillen Kämmerlein an ihn richten. Ich mag es nicht, wenn man diese Videos schaut, wo sie ständig sagen, so kommt und jetzt lasst uns beten und kommt, jetzt knien wir nieder. Das ist das Beten zur Schau stellen. Wenn ich bete, dann spreche ich mit meinem Herrn, weil ich mit meinem Herrn eine persönliche Beziehung habe. Und diese persönliche Beziehung, die schätze ich. Und wenn ich sie schätze, dann verhalte ich mich auch danach. Und das heißt, ich rede mit meinem Herrn, wenn ich es für angemessen finde, wie ich es für angemessen finde. Wenn ich alleine bin und niemand ist dabei, da muss niemand bei sein, weil das ist eine Beziehung zwischen mir und ihm oder ihm und mir. So, und jetzt gehen wir in eine etwas längere Ausschweifung aus dem Buch und fange an, nachdem ich den Kommentar gemacht habe zu dem Beten, mit einem Zitat von Matthäus 6, Verse 5 bis 8. Zitat: Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, denn sie beten gern in den Synagogen und an den Straßenecken, um von den Leuten bemerkt zu werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Du aber, wenn du betest, geh in dein Kämmerlein und schließ deine Türe zu und bete zu deinem Vater im Verborgenen. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir vergelten öffentlich.
Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, um ihrer vielen Worte willen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, ehe ihr ihn bittet. Ende Zitat. Und jetzt habe ich hier eine Webseite mir mal rausgesucht, die eine Erklärung abgibt über den Rosenkranz, den wir ja gerade eben schon mal kurz angesprochen haben. Rosenkranz oder Erinnerungsbringer, wie auch immer. Und ich finde es ziemlich wichtig, sich das mal eben anzuhören. Es könnte so durchaus sein, dass damit die Lesung schon endet. Wenn ich damit durch bin, dann mache ich halt nächstes Mal weiter. Mal gucken, wie weit wir kommen. Das ist nämlich ein ziemlich langer Artikel hier im Internet. Der Rosenkranz, heißt es. Sie plappern wie die Heiden. Nutzlose Wiederholungen. Und dann wird hier nochmal eben Matthäus 6, Vers 7 wiederholt, den ich euch ja gerade vorgelesen habe. Und dann geht der Artikel weiter mit sagt, Gott hasst nutzlose Wiederholungen. Das Herunterbeten des katholischen Rosenkranzes ist eine nutzlose Wiederholung. Es ist genau das, was Gott hasst. Gott ist nicht beeindruckt und erfreut von solchen leeren und bedeutungslosen Gebeten. Einige Katholiken versuchen derartige Praktiken mit Bibelstellen wie Matthäus 26, 44 zu rechtfertigen, wo es heißt, Zitat, und er ließ sie stehen und ging wieder hin, betete zum dritten Mal und sprach dieselben Worte. Ende Zitat. Doch Gott dreimal um dieselbe Sache zu bitten, ist etwas ganz anderes als dieselben toten Worte, den Rosenkranz ein Leben lang immer wieder daherzumurmeln. Außerdem war dies nicht die Regel, wenn Jesus betete. Es gibt Zeiten in unserem Leben, in denen wir Gott beständig, immer wieder um etwas Bestimmtes bitten wollen. Doch das ist ganz sicher nicht dasselbe, wie dieselben niedergeschriebenen, toten, sich wiederholenden Worte immer und immer wieder zu sagen. Ein Katholik wiederholt 52, gegrüßet seist du Maria, in jedem täglichen Rosenkranzgebet. Jesus hat deutlich gesagt, dass die Heiden mit nutzlosen Wiederholungen beten. Da Katholiken behaupten, dass ihre wiederholten Rosenkranzgebete keine nutzlosen Wiederholungen sind, frage ich mich, von wem Jesus hier wohl sprach. Ist eigentlich euch bewusst, dass ein treuer Katholik, der jeden Tag den Rosenkranz betet, in seiner Lebenszeit über 1 Million Mal »Gegrüßet seist du, Maria« sagen wird? Darüber sollte man doch mal nachdenken, ne? Und dabei wird der Name Jesus Christus im ganzen Rosenkranz nicht ein einziges Mal erwähnt. Ob es euch gefällt oder nicht. Das Wort Gottes verdammt formelhafte Religion. Es ist über alle Maßen klar, dass die Nonnen, die den Rosenkranz rezitieren, mit nutzlosen Wiederholungen beten. Und außerdem ist es Sünde, einen Priester Vater zu nennen. Ich bin immer wieder erstaunt und traurig angesichts der Ignoranz von Katholiken. Ich meine, Matthäus 23, Vers 9 verbietet uns, irgendeinen Menschen Vater zu nennen. Das heißt, Menschen als Gott zu respektieren. Und doch nennen die Katholiken ihre Priester genauso. Opfer des Katholizismus sind sogar so weit einer Gehirnwäsche unterzogen worden, dass sie glauben, ihre Priester könnten Sünden vergeben. Aber wir wissen aus 1. Timotheus 2, Vers 5, dass sie Lügner sind, denn ausschließlich Jesus kann Sünde vergeben. Selbst die Pharisäer zu irdischen Lebenszeiten von Jesus waren nicht so arrogant zu glauben, sie könnten tatsächlich die Sünden einer Person vergeben, wie wir in Markus 2, Vers 7 nachlesen können. Also lasst euch nicht zum Narren halten. Menschen werden verleitet, die Führer der katholischen Kirche anzubeten. Man sieht Bilder von Menschen, die sich vor Statuen des Papstes niederbeugen, Priestern die Hand küssen, etc. Das ist sowas von falsch. Nun, Folgendes sagen Katholiken, um zu verteidigen, dass sie Priester Vater nennen. Zitat. Jesus hat jüdische Leiter kritisiert, die den Ehrenplatz bei Festen, den Vorsitz in den Synagogen und Begrüßungen auf den Märkten lieben, wo sie von den Menschen Rabbi genannt werden. Das las ich ja gerade in Matthäus 23 vor. Sein Tadel ist eine Erwiderung auf das stolze Herz der Pharisäer und ihr Greifen nach Zeichen von Status und Prestige. Ende Zitat. Nun, das stolze Herz der Pharisäer? Da muss man sich nur einmal Fotos anschauen, auf denen die Kardinäle sich die Hand küssen lassen. Wie gesagt, selbst die Pharisäer damals waren nicht so arrogant zu glauben, dass sie tatsächlich Sünden vergeben könnten. Wer ist denn da stolz? Die katholische Kirche belügt die Menschen, indem sie ihre Opfer täuscht
und Glauben macht, dass Jesus nicht gemeint hat, was er sagte. Es ist absurd, wenn Katholiken versuchen, zwischen den Pharisäern aus der Zeit Jesu und den religiösen Führern von heute zu differenzieren. Das geht nicht, das sind nämlich genau die gleichen. Religiöse Führer sollen nicht als irgendetwas Besonderes betrachtet werden. Selbst die größten Männer Gottes, wie der Apostel Paulus, sind immer noch fehlbar. Und außerdem, das steht jetzt nicht in dem Artikel, sind wir alle Brüder. Wir sind alle Priester in der Kirche Jesu. Er ist unser Meister. Er ist der einzige Meister. Und wir sind alle Priester. Der Papst spricht Lügen. Ja, das kann man wohl unterstreichen, ne? Papst Johannes Paul II. Erklärte den Rosenkranz zu seinem Lieblingsgebet. Einem, Zitat, Gebet um Frieden und für die Familie. Ende Zitat. Lest mal seinen apostolischen Brief, der Rosenkranz der Jungfrau Maria. Papst Johannes Paulus II. Sagt dazu weiter, Zitat. Der Rosenkranz der Jungfrau Maria, der im zweiten Jahrtausend unter der Führung des Geistes Gottes schrittweise Form annahm, ist ein Gebet, das von zahllosen Heiligen geliebt wird und zudem vom Lehramt ermutigt wird. Ende Zitat. Papst Johannes Paul II. Behauptete auch, der Rosenkranz habe unter der Führung des Geistes Gottes Form angenommen. Es gibt keinen Beweis für diese Behauptung. Natürlich nicht. Im Gegenteil, das Wort Gottes erwähnt nirgendwo etwas darüber, dass wir zu Maria beten sollen. Tatsache ist, dass die Bibel Maria nie irgendwie erhebt oder uns dazu auffordert, sie in irgendeiner Form besonders anzuerkennen. Warum tun es die Katholiken dann trotzdem? Warum nennt die katholische Kirche Maria die Himmelskönigin? Das ist ein Begriff aus der antiken babylonischen Anbetung der Heiden, wie wir in Jeremia Kapitel 7, Vers 18 lesen können. Ganz klar lügt hier jemand, und es ist nicht Gott, wie in Römer 3, 4 geschrieben steht, weil Gott ist gar nicht in der Lage, die Unwahrheit zu sagen. Der Rosenkranz ist nichts als eine weitere von Menschen gemachte Tradition des Katholizismus, und davon gibt's eine lange Liste. Diese Traditionen sind alle von Menschen gemacht und werden nirgendwo sonst in der Heiligen Schrift verehrt. Aber Papst Johannes Paul II. War ja in einem sehr langen Pontifikat und er fährt deswegen auch noch fort. Zitat, die Kirche hat diesem Gebet immer eine besondere Effektivität zugeschrieben. Eine besondere Effektivität. Ja, beweis doch mal bitteschön die Effektivität des Rosenkranzes. Und dem Rosenkranz seiner Rezitation und konstanten Praxis die schwierigsten Probleme anvertraut. Manchmal, wenn das Christentum selbst bedroht zu sein schien, wurde seine Befreiung der Macht dieses Gebets zugeschrieben und unsere Frau des Rosenkranzes wurde als diejenige bejubelt, deren Fürbitte die Erlösung brachte. Ende Zitat. Was für eine Gotteslästerung! Papst Johannes Paulus II. Sagte, Zitat, unsere Frau des Rosenkranzes wurde als diejenige bejubelt, deren Fürbitte die Erlösung brachte. Ende Zitat. Ich will euch hier und jetzt mal was sagen. Niemand außer dem Herrn Jesus Christus allein kann Erlösung bringen, wie wir in Johannes Kapitel 14, Vers 6 lesen können. Unsere Frau des Rosenkranzes ist eine teuflische Lehre, die allein von der katholischen Religion fabriziert worden ist. Das Wort Gottes erwähnt den Begriff unsere Frau nie. Milliarden von Menschen sind von der katholischen Religion belogen worden. Nach der Aussage der katholischen Kirche war es unsere Frau von Fatima, also Maria, die allen ewiges Leben versprach, die sie ihr hingeben würden. Zitat, unsere Frau sagte, dass viele Seelen vor der Hölle gerettet und die Auslöschung der Nationen verhindert werden kann, wenn ihrem unbefleckten Herzen Andacht dargebracht werde. Ende Zitat. Könnt ihr nachlesen auf der Webseite fatima.org. Kann mir irgendjemand das in der Bibel zeigen? Nee, das kann niemand. Johannes 14,6 sagt uns, dass der einzige Weg zum Himmel durch Jesus Christus führt. Zitat, Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Ende Zitat. Wir sollten Gott mehr gehorchen als Menschen und nicht Menschen mehr gehorchen als Gott. Der Katholizismus ist eine Lüge. Die Botschaft von Fatima ist satanisch und steht total im Widerspruch zum Wort Gottes. Kein Maß an Andacht gegenüber Maria kann eine Person vor der Hölle retten.
Warum um alles in der Welt haben die Katholiken diese irrsinnige Vorstellung, dass Maria überhaupt anerkannt werden soll? Der Ursprung des römischen Katholizismus liegt in einer heidnischen, babylonischen Religion, die die Himmelsgöttin angebetet hat, wie wir in Jeremia 44 an vier Stellen in dem Kapitel nachlesen können. Und das habe ich ja auch vorher schon in der Lesung von Babylon nach Rom schon mal erwähnt. Die Dinge kommen immer wieder, auch in diesem Artikel. Deswegen finde ich ihn so wunderbar, um einmal darüber zu rezitieren, wie die Katholiken wirklich verblödet werden von der Kirche. Die Menschen selbst sind nicht blöd, aber sie sind simpel, indem sie die Lehren der Priester, die sie Vater nennen, annehmen. Seid ihr so dumm, den Worten sündhafter Menschen mehr Glauben zu schenken als dem unbestechlichen Wort Gottes? Betrachtet sorgsam die Warnung der Bibel, dass Satan oft als der Gute oder ein Engel des Lichts erscheint, wie wir im 2. Korintherbrief, Kapitel 11, Vers 14 nachlesen können. Wenn der Teufel eine weitere Lüge fabrizieren will, beginnt er immer mit der Wahrheit und fügt dann etwas hinzu oder lässt etwas weg, um sie zu verderben. Die Lüge ist immer begraben, nein, nein, die Wahrheit ist immer begraben unter einem Berg von Lügen. Die katholische Religion hat der Wahrheit alle Arten von Lügen und Lehren von Dämonen, gefallenen Engeln hinzugefügt, so dass es nicht länger die Wahrheit ist, was in dieser Kirche verkündet wird. Aber dem Unwissenden erscheint es als Wahrheit. Und warum ist der Durchschnittskatholik unwissend? Weil er dem Menschen glaubt und nicht das Buch Gottes mal zur Hand nimmt und da selber drin liest und sich informiert. Gott spricht durch das Buch zu jedem von uns. Aber wenn ich seine Sprache nicht annehme, sondern mir das von irgendwelchen Menschen erzählen lasse, dann nehme ich an, was die Menschen erzählen. Und die erzählen nicht die Wahrheit, weil das Herz eines Menschen ist falsch von Anfang an. Das steht übrigens auch in der Bibel. Der einzige Weg für uns, die Wahrheit von der Lüge zu unterscheiden, besteht darin, jede Lehre mit dem kostbaren Wort Gottes zu vergleichen. Johannes Kapitel 17, Vers 17 erklärt, dass Gottes Wort die Wahrheit ist. Die Worte von Johannes Paulus II. Entsprechen nicht dem Wort Gottes. Die Praxis des Rosenkranzgebets entspricht nicht dem Wort Gottes. In sinnlosen und nutzlosen Wiederholungen zu beten entspricht nicht dem Wort Gottes. Tatsache ist, dass 90% der katholischen Religion nicht dem Wort Gottes entspricht. Es sind diese 10% biblischer Wahrheit, die unwissende Menschen in falsche Religionen wie den Katholizismus hineinziehen und es ihnen so schwer machen, die Wahrheit zu erkennen. Ich bin einmal Zeuge dessen geworden, wie eine Mexikanerin sich der Sekte der Zeugen von Jehova angeschlossen hat. Sie hatte 5 kleine Töchter, die nun von den Zeugen Jehovas einer Gehirnwäsche unterzogen wurden. Ich erklärte der Mutter anhand des Wortes Gottes, dass die Zeugen Jehovas die Gottheit von Christus leugnen und sogar so weit gehen zu lehren, dass der Erzengel Michael Jesus auf Erden wurde. Sie war total verblendet und sagte: Aber sie haben mich im Krankenhaus besucht und über Jesus gesprochen und mich und meine Familie mit Lebensmitteln versorgt. Ich konnte nicht anders als an die Worte von Jesus in Matthäus Kapitel 7, Vers 22 bis 23 zu denken und zeigte der Frau diese Schriftstellen, in denen steht, Zitat: Viele werden an jenem Tag zu mir sagen: Herr, Herr, haben wir nicht deinen Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Taten vollbracht? Und dann werde ich ihnen bezeugen: Ich habe euch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Ende Zitat. Nun, sie wollte nicht auf die Bibel hören. Diese dumme Frau hatte ihre Seele für ein paar freundliche Worte, eine Kiste Lebensmittel und einen Krankenhausbesuch an Satan verkauft. Ist das nicht typisch für die Menschen von heute? Sie kaufen sich für Geld, Sex, eine Beförderung, eine Kiste Lebensmittel, einen freundlichen Besuch etc. Da kommt einem die dumme Maus in den Sinn, die den Käse wollte. Ich treffe ständig solche Leute. Was ich damit sagen will, ist Folgendes: Wir sollten besser Gottes Wort folgen und nicht Menschen.
Diese Mexikanerin kümmerte Gottes Wort nicht. Alles, was sie interessierte, waren die netten Dinge, die diese falschen Propheten für sie taten. Traditionen und Überlieferungen von Menschen sind gegen das Wort Gottes. Und so wie die dumme Frau folgen über 1 Milliarde bekennender Katholiken Menschen statt Gott. Das ist eine große Sünde, wie wir in Markus Kapitel 7, Vers 13 lesen. Zitat: Also hebt ihr mit eurer Überlieferung, die ihr weitergegeben habt, das Wort Gottes auf. Und hier in diesem Zitat von Markus 7 sehen wir auch wieder ein wenig, wie das im Englischen in der King James besser ausgedrückt wird, weil da steht statt Überlieferung Tradition. Tradition. Und die römisch-katholische Kirche baut nur auf Tradition, die ihren Ursprung hat, eben in Babylon. Katholiken versuchen oft, ihre fabrizierten Überlieferungen zu rechtfertigen, indem sie die Aufmerksamkeit auf Tradition lenken, die in der Bibel erwähnt werden. Eine solche Schriftstelle ist im 2. Thessalonikerbrief, Kapitel 2, Vers 15, wo steht, Zitat: So steht denn nun fest, ihr Brüder, und haltet fest an den Überlieferungen, die ihr gelehrt worden seid, sei es durch ein Wort oder durch einen Brief von uns. Ende Zitat. Ja, hier steht aber auch bei, an welchen Überlieferungen man festhalten soll, nämlich ein Wort von den Aposteln oder ein Brief von den Aposteln. Und das ist ja wohl was anderes als die Tradition der Heiden oder die Überlieferungen der Heiden. Auch sagt uns die Bibel in Kolosser 2, Vers 8, Zitat: Seht zu, dass euch niemand beraube durch die Philosophie und leeren Betrug, nach der Überlieferung der Menschen, das heißt der Heiden, nach den Grundsätzen der Welt und nicht nach Christus. Ende Zitat. Nach den Grundsätzen der Welt. Wir leben auf dieser Welt, aber wir sollen nicht von dieser Welt sein. Das ist der Punkt, der hier gemacht wird im 2. Kapitel Kolosser. Ganz klar gibt es gute und schlechte Überlieferungen. Man muss im Sinn behalten, dass das Wort Gottes zu der Zeit, als Paulus diese Worte sprach, noch nicht vervollständigt war. Die Bibel wurde erst um das Jahr 95 nach Christus herum vervollständigt, als das Buch der Offenbarung durch Johannes fertiggestellt war. Der Vollendung der Bibel waren die Gläubigen somit vor Vollendung der Bibel waren die Gläubigen somit abhängig vom gesprochenen Wort der Apostel, die von unserem Herrn gelehrt worden waren und von den Worten, die Gott in ihr Herz gelegt hatte, und sie hatten natürlich das Alte Testament. Sobald das Wort Gottes vollständig war, waren Überlieferungen nicht mehr nötig. Hebräer Kapitel 1, Vers 2 sagt ganz klar, dass Gott heute zu uns durch seinen Sohn, das Wort Gottes, Johannes im 1. Kapitel Vers 1 und Offenbarung Kapitel 19, Vers 13 spricht, und durch den Heiligen Geist, wie in Johannes 16, Kapitel 16, 13 und in Johannes 2, 27. Gott spricht heute nicht durch Päpste. Gott spricht durch sein Wort und den Heiligen Geist. Gottes Worte und Gottes Geist sind untrennbar. Und wie kann ich die Worte des Heiligen Geistes empfangen? Indem ich Jesus Christus zu meinem Erlöser mache, indem ich akzeptiere, dass er für mich, für meine Sünden am Kreuz gestorben ist und dass ich bei ihm um Vergebung für meine Sünden bete und ihn als meinen einzigen Erlöser und Herrn und Meister akzeptiere. Und dann kommt der Heilige Geist auf mich. Und auf einmal kann ich die Bibel lesen und kann sie wunderbar verstehen. Und es ist für mich nicht irgendein Märchen, wie für so viele. Aber kommen wir eben zum Fazit. Der Rosenkranz und das Beten in nutzlosen Wiederholungen stehen in völligem Widerspruch zum Wort Gottes. Das habe ich ja wohl gerade eben deutlich gemacht. Es steht absolut nichts in der Bibel hinsichtlich der vielen Irrlehren, die die katholische Kirche lehrt. Sie werden dort das unbefleckte Herz Marias oder die unbefleckte Empfängnis von Maria oder die Himmelfahrt Marias nirgendwo finden. Das sind Lügen des Katholizismus, dazu geschaffen, euch eine Gehirngewäsche zu verpassen, sodass ihr Maria anbetet anstatt Gott. Sollte es uns überraschen, dass der Vatikan das zweite Gebot aus seinem offiziellen Katechismus entfernt hat? Zitat:
Du sollst dir kein Bildnis machen, noch irgendein Gleichnis machen, weder dessen, das oben im Himmel, noch dessen, das unten auf Erden, noch dessen, das in den Wassern unterhalb der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Zitat Ende. Die römisch-katholische Kirche hat das 10. Gebot in 2 Teile aufgeteilt, um das Fehlen des 2. Gebotes zu kaschieren. 2. Buch Mose, Kapitel 20, Vers 4 bis 5, macht dem Verbeugen vor der Horde der Statuen und Bildnisse des Katholizismus einen dicken Strich durch die Rechnung. Was für ein Haufen von Betrügern. So, das hatte ich noch zum Rosenkranz hinzuzufügen. Und jetzt werde ich nochmal eben in dem Buch von Alexander Hislop weiterlesen. Ich wiederhole nochmal den letzten Satz, um uns wieder in die richtige Stimmung zu bringen. Was immer auch zunächst der Anspruch bei der Einführung solcher Rosenkränze oder Erinnerungsbringer gewesen sein mag, allein die Idee ist zutiefst heidnisch. Es wird vorausgesetzt, dass man eine gewisse Anzahl Gebete regelmäßig durchgehen muss. Dabei übersieht man die große Forderung, die Gott nach dem Herzen stellt, und diejenigen, die sie verwenden, werden verleitet zu glauben, dass Form und Routine alles sind und sie um ihres vielen Redens willen erhört werden müssen. Ja, das haben wir dann ja gerade eben deutlich genug nochmal gelehrt. In der römischen Kirche, in der römisch-katholischen Kirche, wurde kürzlich eine neue Art der Frömmigkeitsübung weitestgehend eingeführt. Kürzlich, erinnert euch bitte, das Buch ist 1853 geschrieben. Dabei spielen die Perlen eine wichtige Rolle und sie zeigt, welche neuen und zusätzlichen Schritte das Papsttum in Richtung des alten babylonischen Heidentums Tag für Tag beständig macht. Ich meine den Rosenkranz ans Heilige Herz. Es ist nicht allzu lang her, dass die Verehrung des Heiligen Herzens zum ersten Mal eingeführt wurde und jetzt ist sie überall die bevorzugte Verehrungsform. Auch hier muss ich nochmal eben ein extra Kommentar einfügen. In Kapitel 12 von Herrscher des Bösen, und das ist ja ein Teil, den ich bereits gelesen habe, also wenn ihr meine Videos Rulers of Evil in Deutsch, Herrscher des Bösen anschaut, da habe ich Kapitel 12 ja bereits besprochen. Das ist, glaube ich, in Video Nummer 5, wenn ich mich nicht irre. Wird ebenfalls diese Verehrungsform des Heiligen Herzens erwähnt. Es kommt in meiner Zusammenfassung nicht vor, ja, das ist nicht richtig, habe ich glaube ich vorgemacht, weiß ich jetzt auch nicht mehr. Auf jeden Fall will ich da eben einen wichtigen Satz darauf hinweisen, also der Satz, den ich jetzt hier vorlese, der kommt in meiner Zusammenfassung nicht vor, das stimmt. Zitat, John Carroll, und den kennt ja hoffentlich jeder durch meine Lesung jetzt inzwischen, so unverzichtbar für das Ausarbeiten der amerikanischen Revolution, war zutiefst ergeben an das Heilige Herz. Ich habe hier einen Wikipedia-Link, den ich jedem empfehlen kann, der mehr darüber in Erfahrung bringen will, und den werde ich auch in die Beschreibungsbox des Videos hier einarbeiten, und auch eine extra Seite von Katpedia über Herz-Jesu-Verehrung. Ich bitte hierbei darum, dass ihr selber die Lüge entdeckt, die hier geschrieben steht, weil es geht ja nicht darum, dass ich euch alles erzähle, sondern dass ihr eben auch eigene Nachforschungen darüber anstellt. Aber es folgen nochmal ein paar Zitate. Unter anderem, dieses Hochfest hat seinen biblischen Hintergrund im Johannesevangelium, wenn es sagt, dass die Seite Jesu am Kreuz mit einem Lanzenstich durchbohrt wurde, wie wir in Johannes 19, Vers 34 so gesagt nachlesen können. Also dieses Hochfest der Herz-Jesu-Verehrung, ja? Der Text der Bibel sagt hier jedoch Folgendes, Zitat, sondern einer der Kriegsknechte durchbohrte seine Seite mit einem Speer. Und alsbald floss Blut und Wasser heraus. Ende Zitat. Also, habt ihr das gut gelesen? Seine Seite wurde durchbohrt, nicht sein Herz. Wenn man Jesus sein Herz durchbohrt hätte, als er am Kreuz hing, dann wäre es auch so geschrieben worden. Und außerdem wäre sein Herz durchbohrt worden, dann wäre er auch daran gestorben. Ne? Aber Gott lässt uns nicht im Unklaren über solch wichtige Dinge. Das Herz ist hier von der römisch-katholischen Kirche reingedichtet worden, um es an ihre heidnischen Ursprünge anzupassen.
Es steht in der Bibel geschrieben, durchbohrte seine Seite mit einem Speer. Ja? Wenn der Kriegsknecht unserem Herrn ins Herz gestochen hätte, hätte er ihn doch damit getötet. Der Stich sollte lediglich feststellen, ob er schon tot war, denn sonst wäre ihm ein Knochen gebrochen worden, wobei jedoch prophezeit war, dass an ihm kein Knochen gebrochen werden sollte. Das lesen wir in Vers 32 und 33 aus demselben Buch, Johannes 19. Es steht bereits geschrieben, auch in Psalm 34, Vers 20, Zitat, er bewahrt ihm alle seine Gebeine, dass nicht eines derselben zerbrochen wird. Ende Zitat. Entlarvt die Lüge durch die Bibel selbst zu studieren. Und dann fallt ihr nicht in diese Lügen aus Babylon. Ich werde jetzt noch diesen Absatz zu Ende lesen und dann damit die Lesung heute zu Ende bringen. Also es ist nicht allzu lange her, dass die Verehrung des Heiligen Herzens zum ersten Mal eingeführt wurde und jetzt ist sie überall die bevorzugte Verehrungsform. Es war auch im alten Babylon. Sie war es auch im alten Babylon, denn dies geht aus dem babylonischen System hervor, wie es in Ägypten in Erscheinung trat. Dort wurde ebenfalls ein heiliges Herz verehrt. Das Herz war eines der heiligen Symbole Osiris, als er wiedergeboren worden war und als Harpokrates auftrat, die Kindergottheit. Und Bunsen zeigt uns, dass der Name Harpokrates Horus das Kind bedeutet. Ja? Also, diese Kindergottheit in den Armen seiner Mutter Isis. Daher war ihm die Frucht der ägyptischen Persea wegen ihrer Ähnlichkeit mit dem menschlichen Herzen besonders heilig. Aus diesem Grund wurde die Kindergottheit häufig mit einem Herz oder der herzförmigen Frucht der Persea in seiner Hand dargestellt, wie wir auch in der Abbildung 40 hier im Video sehen können. Der abgebildete Holzschnitt stammt aus Pompeji. Und folgender Auszug aus John Bells Kritik über die alten Kunstgegenstände in der Bildergalerie in Florenz zeigt jedoch, dass die knabenhafte Gottheit zu alten Zeiten auch andernorts in der gleichen Weise dargestellt worden war. Über eine Statue des Cupido sagt er, es sei ein, Zitat, blonder, pausbäckiger, fleischiger, rundlicher Knabe in schöner und sportlicher Bewegung, der ein Herz zurückwirft. Ende Zitat. So, und da wir jetzt bei 1 Stunde 2 Minuten angekommen sind, werde ich jetzt die Lesung hier unterbrechen, werde wahrscheinlich nächstes Mal diesen Absatz nochmal kurz wiederholen, um wieder reinzukommen und werde euch jetzt euren Gedanken überlassen, dass ihr nochmal nachsinnen könnt über das, was ich euch alles hier an den Kopf geworfen habe. Das ist nicht böse gemeint, aber ich hoffe, dass ich ja ein paar Leute hiermit erreiche, die eben noch nicht den Glauben an Jesu gefunden haben. Denn diejenigen, die den Glauben bereits haben, brauchen meine Lesung genauso wenig, wie sie die Reden von Jesus Christus zu der Zeit benötigt haben. Wie er gesagt hat, ich komme ja nicht für die Heiligen, sondern ich komme für die Ungläubigen. Ja? Natürlich bin ich nicht Jesus, aber der Punkt, den ich damit machen möchte, ist, es geht ja darum, mit dieser Lesung und überhaupt in diesem Buch von Babylon nach Rom, den Leuten, die in diesem babylonischen System blind gefangen sitzen, deutlich zu machen, in welchem System sie sitzen, wo es herkommt und wo sie wirklich die Wahrheit finden können. Und ich hoffe, dass wir heute mit dem Rosenkranz, mit den wiederholten Gebeten und jetzt auch mit dem Herz Jesu, wie es so schön heißt, deutlich geworden, dass wir hier eine Sache erklären, die im Grunde nur aufzeigt, wie wahr die Bibel und wie unwahr die Lehren des Menschen eigentlich sind. Also, ich danke euch für eure Aufmerksamkeit, hoffe, ihr bleibt mir treu und folgt auch der nächsten Lesung und wenn ihr es noch nicht gesehen habt, schaut euch die vorherigen Lesungen des Buches an. Und ich hoffe, dass ihr was gelernt habt und bis zum nächsten Mal wünsche ich euch Gottes Segen und dass er euch behüte und beschütze, euch und die, die ihr lieb habt, die euch lieb und teuer sind und dass Gott euch beschützt und segnet. Joggler 66 von Hour of the Truth, Stunde der Wahrheit, meldet sich ab. Bis zum nächsten Mal und tschüss.
nur den kleinsten Funken christlichen Gefühls verspürt und bedenkt, woher sie also kommt, wird sicher sehr peinlich berührt sein bei einem solchen Gedanken. Nicht nur läuft es dem Geist des Glaubens, des Evangeliums zuwider, der fordert, dass die Anbeter Gottes, der Geist ist, ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten, sondern man gesellt sich auf symbolische Weise direkt zu denen, die sich über die Wiedereinsetzung des Heidentums im Widerspruch zu der Anbetung des einen lebendigen und wahren Gottes freuen. Wir fahren fort im nächsten Teil, Abschnitt 4, aber denkt nochmal nach über das, was ich über die Blumen gesagt habe. Das ganze Blumenschmücken, mehr oder weniger, ist wahrscheinlich sowieso vollständig heidnisch. Ebenso das sich Blumen schenken. Aber gut. In Abschnitt 4 fährt Alexander fort, der heißt Der Rosenkranz und die Verehrung des Heiligen Herzens. Ja, und das ist ein Teil, da habe ich, glaube ich, ein paar Kommentare mit reingeschrieben, weil der Rosenkranz und vor allen Dingen die Verehrung des Heiligen Herzens sind doch ein paar Kommentare wert. Aber gut, am Ende von Seite 173 fährt Alexander fort mit dem Abschnitt 4, der Rosenkranz und die Verehrung des Heiligen Herzens, und sagt, jeder weiß, dass die Verwendung des Rosenkranzes zutiefst katholisch ist und dass die Anhänger Roms ihre Gebete mechanisch anhand seiner Perlen aufsagen. Mechanische und wiederholte Gebete. Absolut etwas, wo Jesus Christus darauf gewiesen hat, dass man das nicht tun soll. Jedoch ist der Rosenkranz keine Erfindung des Papsttums. Nein, natürlich nicht, weil die Wurzeln des Papsttums liegen in Babylon und alles, was das Papsttum tut, hat es vorher schon gegeben. Er ist uralt und man stößt fast überall unter heidnischen Völkern darauf. Der Rosenkranz wurde als heiliger Gegenstand von den alten Mexikanern verwendet. Er wird von den Brahmanen Hindostans allgemein eingesetzt und in den hinduistischen heiligen Büchern finden wir immer wieder Hinweise darauf. So wird in einem Bericht über den Tod von Sati, der Frau Shivas, der Rosenkranz erwähnt. Zitat: Als Shiva von diesem Ereignis hörte, wurde er vor Kummer ohnmächtig. Als er sich wieder erholt hatte, beeilte er sich, zu den Ufern des Himmelsflusses zu kommen, wo er den Körper seiner geliebten Sati liegen sah, gekleidet in weiße Gewänder, in ihrer Hand einen Rosenkranz, und sie glänzte vor Pracht so hell wie poliertes Gold. Ende Zitat. Im Tibet und unter all den Millionen im Osten, die dem buddhistischen Glauben angehören, wird er seit unvordenklichen Zeiten verwendet. Folgendes Zitat von Sir John F. Davis zeigt, wie er in China eingesetzt wird. Zitat: Von der tatarischen Religion der Lamas ausgehend wurde der Rosenkranz aus 108 Perlen Teil des zeremoniellen Gewandes, das zu den 9 offiziellen Rangstufen gehört. Er besteht aus einer Kette aus Steinen und Korallen, fast so groß wie ein Taubenei, fällt bis zur Taille herab und unterscheidet sich durch verschiedene Perlen, je nach der Stellung der Person, die ihn trägt. Es gibt einen kleinen Rosenkranz mit 18 Perlen von kleinerer Größe, mit welchen die Bonzen, das sind buddhistische Priester, ihre Gebete und Stoßgebete genau wie im römischen Ritual zählen. Die Laien in China tragen ihn manchmal am Handgelenk, mit Moschus parfümiert, und nennen ihn Heang Chu, das heißt duftende Perlen. Ende Zitat. Im asiatischen Griechenland wurde der Rosenkranz allgemein verwendet, wie an der Statue der ephesischen Diana gesehen werden kann. Und da sehen wir den Holzschnitt Abbildung 8 von Seite 38, wo wir schon vorher gelesen hatten, hier nochmal eingeblendet, um euch die ephesische Diana nochmal dichter beizubringen. Im heidnischen Rom scheint es genauso gewesen zu sein. Die Halsketten, die die römischen Frauen trugen, waren nicht nur Schmuckbänder rund um den Hals, sondern hingen vor der Brust herab. Genau wie heutige Rosenkränze und die Bezeichnung, die man ihnen gab, weist darauf hin, wozu sie verwendet wurden. Monile, das übliche Wort für Halskette, kann keine andere Bedeutung haben als Erinnerungsbringer. Souvenir, hä? Was immer auch zunächst der Anspruch bei der Einführung solcher Rosenkränze oder Erinnerungsbringer gewesen sein mag, allein die Idee ist zutiefst heidnisch. Nun, das englische Wort für Rosenkranz, Rosary, erscheint vom chaldäischen Ro, das heißt Gedanke, und Share, der Leiter, zu kommen.
Also Rosary leitet sich ab von leitender Gedanke. Es wird vorausgesetzt, dass man eine gewisse Anzahl Gebete regelmäßig durchgehen muss. Dabei übersieht man die große Forderung, die Gott nach dem Herzen stellt, und diejenigen, die sie verwenden, werden verleitet zu glauben, die Form und Routine alles sind und sie um ihres vielen Willen Redens erhört werden müssen. Also nochmal, es wird vorausgesetzt, dass man eine gewisse Anzahl Gebete regelmäßig durchgehen muss. Aber das ist nicht biblisch. Dabei übersieht man die große Forderung, die Gott nach dem Herzen stellt, und diejenigen, die sie verwenden, werden verleitet zu glauben, dass Form und Routine alles sind und sie um ihres vielen Redens willen erhört werden müssen. Das ist ja im Grunde der Kommentar, den ich bereits schon mal versucht habe, deutlich zu machen. Jesus sagt in der Bibel, dass man nicht beten soll wie die Heiden. Keine, wie es im Englischen heißt, contemplative prayers, also das heißt Wiederholungsgebete, ständig und immer wieder dasselbe sagen. Jetzt überlegt mal, wenn man als Katholik die Beichte in die Beichte geht, dann sagt der Priester, ich muss so und so viele Maria unser und so viel Vater unser und was soll ich nicht alles beten. Das sind pure Wiederholungsgebete. Und die Katholiken stammeln auf ihren Prozessionen die ganze Zeit irgendwelche Gebete runter und immer wieder diesen Mantel hüllen und dich der Dreieinigkeit darbieten und für deine Sünden beten. Ende. Auch von dem Zitat inzwischen anscheinend habe ich wohl ja drüber gelesen, wo das endete. Aber Kraft desselben abergläubischen Glaubens wurde König Johann von England in einer Mönchskutte begraben. Und Zitat: Bevor Leben und Unsterblichkeit, Ende Zitat, bei der Reformation von neuem ans Licht gebracht wurden, fiel manch einer anderen königlichen und adeligen Persönlichkeit nichts Besseres ein, als sich selbst in das Gewand irgendeines Mönchs oder Bettelmönchs zu hüllen, der so unheilig war wie sie selbst, um ihre nackte und beschmutzte Seele angesichts des Todes zu bedecken. Jetzt wird's interessant. Betrachtet man all diese betrügerischen Mittel sowohl im Papsttum als auch im Heidentum im Zusammenhang mit dem Bekleiden der Heiligen des einen Systems und der Götter des anderen und verfolgt man ihre Spur bis zu ihrem Ursprung zurück, so zeigt sich, dass seit die Sünde in die Welt kam, der Mensch von jeher das Bedürfnis verspürte, sich mit einer besseren Gerechtigkeit als seiner eigenen zu bedecken. Und dass es die Zeit gab, als alle Geschlechter auf Erden wussten, dass die einzige Gerechtigkeit, die einem solchen Zweck dienen konnte, die Gerechtigkeit Gottes war und die Gerechtigkeit von Gott im Fleisch offenbart. Ja. Alles nur, weil die Sünde in die Welt kam. Und diese betrügerischen Mittel sind sowohl im Papsttum als auch im Heidentum. Nun, ich verstehe eigentlich nicht, warum Alexander hier einen Unterschied macht zwischen Papsttum und Heidentum. Wir haben ja inzwischen mehr als deutlich gelernt, dass das Papsttum das Heidentum überhaupt ist. Aber gut, am Ende auf Seite 170 fährt Alexander fort. Aufs engste mit dem Bekleiden der Heiligenstatuen verbunden ist auch deren Krönung. In den letzten 2 Jahrhunderten wurden in der päpstlichen Glaubensgemeinschaft die Feste zur Krönung der Heiligenstatuen mehr und mehr gefeiert. In Florenz wurde vor wenigen Jahren die Statue der Madonna mit dem Kind in ihren Armen mit ungewöhnlicher Feierlichkeit und Prunk gekrönt. Nun, dies entstand ebenfalls aus den Tatsachen heraus, deren in der Geschichte von Bacchus oder Osiris gedacht wurde. Wie Nimrod der erste König nach der Sintflut war, so wurde Bacchus als der erste gefeiert, der eine Krone trug. Als er jedoch in die Hände seiner Feinde fiel, verlor er gleichzeitig all seinen Ruhm und seine Macht, sowie auch seine Krone. Des Sturzes der Krone vom Haupte des Osiris wurde besonders in Ägypten gedacht. Diese Krone wurde zu verschiedenen Zeiten auf verschiedene Arten dargestellt, aber in der berühmtesten Sage von Osiris wurde sie als Steinkleekranz beschrieben. Klee war in dem heidnischen System eines der Sinnbilder für die Dreieinigkeit. Kennen wir heute nicht Klee als Wahrzeichen von Irland?
Irland, das katholisch gemacht wurde durch die Calvert-Carroll-Familie, die eine wichtige Rolle spielte als Söldner des Papsttums und bei der Gründung der Vereinigten Staaten von Amerika, wie ihr in den Lesungen von Herrscher des Bösen von mir gelernt habt. Klee war in dem heidnischen System eines der Sinnbilder für die Dreieinigkeit. Also da finde ich das doch ziemlich deutlich, dass man das sieht. Unter den heutigen Traktarianern wird Klee in dem gleichen symbolischen Sinn verwendet wie lange Zeit im Papsttum, woher ihn der Pietismus übernahm. Pietismus, habe ich schon mal erklärt, ist Anglo-Katholizismus. Hatte ich ja schon mal früher in der Lesung erklärt. Könnt ihr euch gerne nochmal raussuchen unter dem Stichwort der Oxford-Bewegung. Wenn ihr das googelt, lernt ihr mehr über den Pyseismus. Komisch schwierig auszusprechen, das Wort. Nun, so sieht man in einem lästerlichen päpstlichen Bild aus dem 14. Jahrhundert, dass Gott den Vater darstellen soll. Das ist ja nun die größte Gotteslästerung überhaupt, dass man sich nicht nur von Jesus, sondern hier sogar von Gott selber ein Bild macht, ne? Wie er eine Krone mit drei Zacken trägt, von denen jede mit einem Blatt weißen Klees gekrönt ist. Wir sehen das in der hier eingeblendeten Abbildung 39 in dem Video. Lange bevor jedoch der Traktarianismus oder Romanismus bekannt war, war der Klee schon ein heiliges Symbol. Das Kleeblatt war offenkundig ein Symbol von höchster Bedeutung bei den alten Persern. Denn Herodot sagt in einer Beschreibung der Riten der persischen Magier, Zitat: Wenn jemand, also ein Perser, einem Gott opfern will, führt er das Tier an die geweihte Stelle. Dann teilt er das Opfer in Stücke, kocht das Fleisch und legt es auf ganz milde Kräuter, besonders Klee. Sobald dies geschehen ist, singt ein Magier. Ohne ein Magier kann kein Opfer dargebracht werden. Eine heilige Hymne. Ende Zitat. Was haben Magier und Heiligtum miteinander zu tun? Da geht es nur um das Wort heilig, das hier missbraucht wird für das Heidentum. Mit heilig hat das nichts, überhaupt nichts zu tun. Aber auch in Griechenland spielte der Klee in der einen oder anderen Form eine wichtige Rolle. Denn der Stab Merkurs, des Seelenführers, dem solche Macht zugeschrieben wurde, wurde Rhabdos Tripetilos genannt, der dreiblättrige Stab. Bei den britischen Druiden wurde das weiße Kleeblatt als Wahrzeichen ihres dreieinigen Gottes hochgeachtet und entstammte derselben babylonischen Quelle wie der Rest ihrer Religion. Jetzt muss ich hier doch mal eben anmerken, wir sprechen hier von der Dreieinigkeit Gottes, die Dreieinigkeit, die Trinität oder Trinity, wie es im Englischen heißt, ist eine pur katholische, babylonische Lehre. Der Gott der Bibel ist ein Gott. Es gibt nur einen Gott, einen Vater im Himmel. Es gibt keine drei. Die Dreieinigkeit ist unbiblisch. Und Alexander zeigt hier deutlich auf, wo der Ursprung herkommt, wie der Rest ihrer Religion, einer babylonischen Quelle. Da kommt die ganze Dreieinigkeit her. Es gibt da ein großes Missverständnis unter den Christen nach dem Motto Vater, Jesus und der Heilige Geist. Und diese drei sind, wie es in der Bibel geschrieben steht, eins. Und der Heilige Geist ist keine Person, es ist der Geist Gottes, der in der Form von dem Geist Jesu hier verweilt als der Tröster, seit er wieder aufgestiegen ist in den Himmel. Wenn überhaupt, dann ist der Gott der Bibel höchstens eine Zweieinigkeit, Vater und Sohn, aber niemals eine Dreieinigkeit. Aber er ist eins, weil der Vater und der Sohn, wie Jesus sagte, sind eins. Es ist ein Gott, keine Dreieinigkeit. Und wir sehen hier deutlich bei dem, was ich vorgelesen habe, mit dem Kleeblatt, was ja wohl auch hauptsächlich eben immer drei Blätter hat. Deswegen sucht man ja ein vierblättriges meistens wie verrückt und findet das selten. Das dreiblättrige Kleeblatt kommt ja meistens vor. Daher stammt, oder das ist eines der Zeichen der Trinität, der Dreieinigkeit der heidnischen Götter, nicht des Gottes von Abraham, Isaak und Jakob, des Gottes der Bibel, des Schöpfers von allem, was geschöpft wurde.
Der Steinkleekranz, fährt Alexander fort, von welchem der Kopf des Osiris umgeben war, war also die Krone der Dreieinigkeit. Die Krone, die ihm als Repräsentanten des Ewigen auf das Haupt gesetzt wurde. Die Krone der ganzen Welt, gemäß der göttlichen Stimme zu seiner Geburt. Zitat: Der Herr der ganzen Welt ist geboren. Ende Zitat. Da nun dieser Steinkleekranz, diese Krone der Weltherrschaft, vor seinem Tod von seinem Haupt fiel, musste die Krone wieder auf seinem Kopf gesetzt und seine Weltherrschaft feierlich bestätigt werden, als er zu neuem Leben auferstand. Daher kam auch die feierliche Krönung der Statuen des großen Gottes sowie das Niederlegen des Kranzes auf seinem Altar als Trophäe seiner wiedererlangten Herrschaft. Wenn jedoch der große Gott gekrönt wurde, war es auch nötig, dass die große Göttin eine ähnliche Ehre empfing. Deshalb wurde erzählt, dass Bacchus, als er seine Frau Ariadne zum Himmel trug, ihr zum Zeichen der ihr verliehenen hohen Würde eine Krone auf das Haupt setzte. Und das Andenken an diese Krönung der Frau des babylonischen Gottes wird bis zu dieser Stunde bewahrt durch das bekannte Sternbild namens Ariadne Corona, das heißt Ariadnes Krone. Dies ist zweifellos der wahre Ursprung des päpstlichen Brauchs, das Bildnis der Jungfrau zu krönen. Und ich füge hier in das Video ein Bild von Ariadnes Krone ein, dass ihr euch das ansehen könnt. Dadurch, dass der Steinkleekranz eine so auffällige Stellung im Mythos von Osiris einnahm, dass der Kranz auf seinem Altar gelegt und sein Grab mit Blumen gekrönt wurde, das macht man doch heute auch, wenn jemand verstorben ist und man geht auf den Friedhof, man bringt Blumen mit und legt die Blumen auf das Grab nieder. Ich denke mal, dass wir hier ganz deutlich sehen, wo dieser Brauch auch herkommt. Das ist heidnisch. Es ist ja nicht verboten, an die Toten zu denken, aber man muss die Toten nicht gedenken, weil die Toten wissen gar nichts. Die schlafen und warten auf die Auferstehung. Entweder zur ersten Auferstehung bei Jesu Wiederkunft oder auf die Auferstehung zum Gericht. Also dadurch, dass der Steinkleekranz eine so auffällige Stellung im Mythos von Osiris einnahm, dass der Kranz auf seinen Altar gelegt und sein Grab mit Blumen gekrönt wurde, entstand der im Heidentum so verherrschende Brauch, die Altäre der Götter mit Kränzen aller Arten und mit einer bunten Fülle von Blumen zu schmücken. Mit diesem Grund für das Schmücken der Altäre mit Blumen ging ein weiterer Hand in Hand. Hier kommt ein kleines Zitat. In diesem schönen Feld von Enna, wo Proserpina beim Blumenpflücken war, wurde sie selbst, da sie eine schönere Blume war, vom düsteren Dis gepflückt. Und als die Blumen verloren gingen, die sie in ihrem Schoß gesammelt hatte, brachte der Verlust, den die Welt dadurch erlitt, nicht nur ihre eigenen Tränen hervor. Er wurde auch in den Mysterien als ein Verlust von nicht gewöhnlicher Art beweint, ein Verlust, der sie selbst nicht nur ihres eigenen geistlichen Ruhms beraubte, sondern sogar die Fruchtbarkeit und Schönheit der Erde zum Welken brachte. Man glaubte aber, dass die Frau Nimrods unter dem Namen Astarte oder Venus diesen Verlust mehr als wieder gut gemacht hat. Während daher der heilige Kranz des entkrönten Gottes mit Triumph wieder auf seinen Kopf und seine Altäre gelegt wurde, wurden auch die wiedergefundenen Blumen, die Proserpina verloren hatte, ebenfalls daneben auf diese Altäre gelegt, als Zeichen der Dankbarkeit gegenüber jener Mutter der Gnade und Güte für die schönen und zeitlichen Segnungen, die die Erde ihrem Eingreifen und ihrer Liebe verdankte. Im heidnischen Rom wurde dies besonders praktiziert. Die Altäre wurden großzügig mit Blumen geschmückt. Direkt aus dieser Quelle übernahm das Papsttum den Brauch, den Altar mit Blumen zu schmücken, und vom Papsttum ausgehend bemühte sich der Pyrrhismus im protestantischen England sehr, die Sitte bei uns, also in England, einzuführen. Ja, weil der Pyrrhismus ist ja die Oxford-Bewegung, das ist die katholische Bewegung in England. Ganz stark ab 1850, also der Zeit, wo Alexander Hislop dieses Buch hier schreibt.
Aber er fährt auch fort und sagt, wenn diese Aussage mit dem göttlichen Bericht im ersten Buch Mose über das Bekleiden des Vaters der Menschheit mit einem Mantel aus Schafsfell, kann es nach allem, was wir über die Erhebung von Toten zu Göttern gesagt haben, noch einen Zweifel daran geben, welcher Sache man auf diese Weise jährlich gedachte? Nimrod selbst musste, als er in Stücke zerteilt wurde, notwendigerweise entkleidet werden. Und diese Bloßstellung wurde mit der Blöße Noahs und schließlich mit der Adams gleichgesetzt. Seine Leiden wurden auch angeblich freiwillig zum Wohle der Menschheit erduldet. Auch seine Blöße und die des Vaters der Götter, von welchem er eine Inkarnation war, wurde somit als freiwillige Demütigung betrachtet. Als daher sein Leiden und seine Demütigung vorüber waren, betrachtete man das Bekleiden, das man an ihm vornahm, als verdienstvolles Bekleiden, das nicht nur für ihn selbst verfügbar war, sondern auch für all diejenigen, die in seine Mysterien eingeweiht waren. Gemäß der Aussage von Firmicus, dass die Eingeweihten das Gleiche erduldeten, was ihr Gott erduldet hatte, wurde bei den heiligen Riten des babylonischen Gottes sowohl die Bloßstellung als auch das Bekleiden, was angeblich tatsächlich stattfand, an all seinen Verehrern wiederholt. Nachdem sie zunächst ordnungsgemäß durch Zauberriten und Zeremonien, also total unbiblisch, müssen wir uns immer wieder in Erinnerung rufen, dass wir hier über die Heiden sprechen, dass wir hier über diejenigen sprechen, die außerhalb des Gebietes Gottes gewohnt, gelebt und Götter verehrt haben. Nachdem sie zunächst ordnungsgemäß durch Zauberriten und Zeremonien vorbereitet worden waren, wurden sie im Zustand absoluter Nacktheit in den innersten Innenraum des Tempels geführt. Das erinnert mich ein wenig an die Initiation in der Freimaurerei in solche Geheimbünde wie zum Beispiel Skull and Bones, wo man dann ja auch nackt in einem Sarg liegt. Kommt alles irgendwo wieder vor. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Alles ist bereits bekannt, auch unter den Heiden. Nun, das geht aus folgender Aussage von Proklus hervor. Zitat: Es heißt, dass die Mystiker im allerheiligsten Mysterium zunächst den vielgestaltigen Gattungen begegnen, das heißt bösen Dämonen, die vor die Götter geschleudert werden. Betreten sie jedoch standhaft und durch die Zauberriten behütet die inneren Räume des Tempels, empfangen sie wirklich in ihrer Brust göttliche Erleuchtung und haben, von ihren Kleidern befreit, sozusagen an einer göttlichen Natur teil. Ende Zitat. Als die so Erleuchteten, die Illuminierten und zu Teilhabern einer göttlichen Natur gewordenen Eingeweihten neu gekleidet waren, nachdem sie von ihren Kleidern befreit worden waren, waren die Gewänder, die man ihnen anzog, sogenannte heilige Gewänder, die besondere Eigenschaften hatten. Ja, wenn ich mir einen Vorhang umhänge, dann kann ich auch fliegen wie Superman, ne? Der Rock aus Fell, mit dem der Vater der Menschheit durch Gott gekleidet wurde, nachdem ihm seine Nacktheit so schmerzvoll bewusst gemacht worden war, war, wie es alle bewanderten Theologen anerkennen, ein typisches Sinnbild für die herrliche Gerechtigkeit Christi. Das Kleid des Heils, welches, Zitat, für alle und auf alle ist, die glauben. Ende Zitat. Die Kleider, die den Eingeweihten angezogen wurden, nachdem man ihnen ihre früheren Kleider ausgezogen hatte, sollten offensichtlich als eine Nachahmung desselben dienen. Zitat: Die Kleider derer, die in die eleusinischen Mysterien eingeweiht waren, wurden als heilig und nicht weniger wirksam in der Abwendung von Bösem erachtet als Amulette und Zaubersprüche. Sie wurden niemals ausrangiert, bevor sie nicht vollständig abgetragen waren, weiß uns Potter zu berichten. Und natürlich wurden sie, wenn möglich, in diesen heiligen Kleidern begraben, denn Herodot sagt im Zusammenhang mit Ägypten, woher ja diese Mysterien stammen, dass die Religion die Kleider der Toten vorschrieb. Die Wirksamkeit heiliger Kleider als Mittel der Erlösung und Befreiung von Bösem in der unsichtbaren und ewigen Welt nimmt eine hohe Stellung in vielen Religionen ein. So glauben die Parsen, bei denen die Grundelemente ihres Systems von dem chaldäischen Zoroaster stammen, dass Sadra bzw. das heilige Hemd hauptsächlich dazu dient, dass sie bewahren die verstorbene Seele vor den großen Nöten, die von Ahriman kommen, dem Teufel,
Und diejenigen, die die Verwendung dieses heiligen Hemdes vernachlässigen, leiden angeblich in ihren Seelen und, Zitat, geben höchst furchtbare und entsetzliche Schreie von sich, Ende Zitat, wegen der Qualen, die ihnen zugefügt werden, Zitat, durch alle Arten von Reptilien und giftigen Tieren, die sie mit ihren Zähnen und Stacheln angreifen und ihnen nicht einen Augenblick Ruhe gönnen. Ende Zitat. Was konnte die Menschheit nur dazu gebracht haben, einem heiligen Hemd solch eine besondere Eigenschaft zuzuschreiben? Wenn man erkennt oder wenn man anerkennt, dass es nur eine Verdrehung des heiligen Kleides ist, das unseren ersten Eltern angelegt wurde, so ist alles klar. Dies erklärt auch das sonst so unerklärliche abergläubische Denken im Papsttum, das im Mittelalter so viele dazu brachte, sich gegen die Ängste vor dem kommenden Gericht zu wappnen, indem sie begehrten, in einem Mönchsgewand begraben zu werden. Zitat: In einem ausrangierten Mönchsgewand begraben zu werden, begleitet von einem Schreiben, das den Verstorbenen in einem Mönchsorden einschrieb, wurde als sichere Befreiung von der ewigen Verdammnis angesehen. In Pierce the Plowman Creed, das ist Glaubensbekenntnis des Pflügers Pierce, wird geschrieben, wie ein Mönch einem armen Mann sein Geld abschwatzt, indem er ihm versichert, sofern er nur etwas für sein Kloster spendet. Zitat: Sankt Franziskus selbst wird sich deinen Mantel in seinen. Hallo, moin moin, hier ist wieder Jörg von YouTube-Kanal Joggler66, Hour of the Truth, Stunde der Wahrheit, mit einer weiteren Lesung von Babylon nach Rom von Alexander Hislop. Wir befinden uns im Augenblick im Kapitel 5, Abschnitt 3, Bräuche und Zeremonien, und lesen heute mindestens den Teil das Bekleiden und Krönen von Bildnissen. Das sind 10 Seiten, und ob ich den ganzen Abschnitt in einer Lesung schaffe, weiß ich nicht, da ich redlich ziemlich viel Kommentare vorbereitet habe. Also werden wir sehen, wie weit wir kommen. Auf jeden Fall sind wir jetzt schon im 5. Kapitel und im Abschnitt 3. Auf Seite 168 am Ende der Seite fahre ich fort für diejenigen, die mitlesen möchten. Im Zeremoniell der Kirche Roms spielt das Bekleiden und Krönen von Statuen eine nicht geringe Rolle. Die heiligen Statuen werden nicht wie gewöhnliche Statuen mit Kleidung aus dem gleichen Material wie sie selbst dargestellt, sondern die Kleider werden ihnen von Zeit zu Zeit angelegt, wie bei richtigen Sterblichen aus lebendigem Fleisch und Blut. Für ihre Stoffe werden oft verschwenderische Ausgaben gemacht, und man glaubt, dass die, welche sie mit glänzenden Kleidern beschenken, dadurch ihre außerordentliche Gunst erwerben und einen großen Vorrat an Verdiensten für sich selbst ansammeln. Ja, Pluspunkte für die Waagschale sammeln, ne? So werden der Herzog und die Herzogin von Montpensier im September 1872 im Tablet nicht nur wegen ihrer Mildtätigkeit gefeiert, weil sie 3000 realen Almosen für die Armen gegeben haben, sondern besonders und vor allem wegen ihrer Frömmigkeit, weil sie, Zitat, der Jungfrau ein prachtvolles Gewand aus Goldgewebe schenken mit weißer Spitze und einer silbernen Krone. Ende Zitat. Etwa um die gleiche Zeit wurde die Frömmigkeit der zügellosen Königin von Spanien durch eine ähnliche Wohltat bezeugt, als sie als Gabe der Huldigung zu Füßen der Himmelskönigin das Kleid und die Juwelen niederlegte, welche sie bei einer früheren Gelegenheit zu einem feierlichen Dankfest trug, sowie das Kleid, das sie trug, als sie durch den Attentäter Merino niedergestochen wurde. Zitat von dem spanischen Journal España. Der Umhang, schreibt das Journal, wies die Zeichen der Wunde auf, und sein Hermelinfutter war von dem kostbaren Blut ihrer Majestät befleckt. In dem Korb, in dem die Kleider lagen, waren ebenso die Juwelen, die das Haupt und die Brust ihrer Majestät schmückten. Darunter war ein diamantenes Mieder, das so fein gearbeitet und so überwältigend war, dass es aus einem einzigen Stein gearbeitet zu sein schien. Ende Zitat. All dies ist schon kindisch genug und zeigt die menschliche Natur unter einem höchst herabwürdigenden Blickwinkel. Aber es wurde lediglich von der alten heidnischen Verehrungsform kopiert. Das gleiche Bekleiden und Schmücken der Götter wurde in Ägypten praktiziert, und dort gab es heilige Personen, die allein die Erlaubnis hatten, eine so hohe Aufgabe zu erfüllen. Sie werden im Stein von Rosette deutlich folgende heilige Beamten erwähnt:
Und ich führe einen Suchlink, um mehr über den Stein von Rosette zu erfahren, in die Beschreibungsbox des Videos mit ein. Könnt ihr da dann gerne mal nachlesen und euch darüber informieren. Zitat: Die Hauptpriester und Propheten und die, die den Zugang zu dem Adyton haben, um die Götter zu bekleiden, versammelt im Tempel zu Memphis, gaben folgendes Dekret heraus. Ende Zitat. Das Bekleiden der Götter nahm eine genauso wichtige Stellung in dem heiligen Zeremoniell des alten Griechenlands ein. Pausanias schreibt über ein Geschenk an Minerva, Zitat: Zu späteren Zeiten sandte Laodike, die Tochter Agapenos, einen Schleier an Minerva, Alea, nach Tegea. Ende Zitat. Das Epigramm, also die Aufschrift auf dieser Opfergabe, weist gleichzeitig auf die Herkunft Laodikes hin. Zitat: Von dieser Aufschrift: Laodike aus Zypern, die Göttliche, ihrem väterlichen, weit ausgedehnten Lande, diesen Schleier, ein Opfer für Minerva, sandte. Ende Zitat. Als Hekuba, die trojanische Königin, im bereits erwähnten Fall angewiesen wurde, die Bußprozession durch die Straßen Trojas zu Minervas Tempel zu führen, wurde ihr befohlen, nicht mit leeren Händen zu gehen, sondern als annehmbarstes Opfer mit sich zu führen. Zitat: Den größten Umhang, den es in deinen vollen Garderoben gibt, höchst preisgekrönt in der Kunst und sorgfältig mit Gold gearbeitet. Ende Zitat. Die königliche Dame gehorchte gewissenhaft. Die phrygische Königin ging zu ihrer reichen Garderobe, wo kostbare Düfte einen teuren Geruch ausströmten. Dort lagen Gewänder von nicht gewöhnlicher Kunst, sidonische Mädchen bestickten jedes Teil, das aus dem milden Sidon der jugendliche Paris brachte, der mit Helena die tyrische Küste berührte. Als hier die Königin mit achtsamen Augen die mannigfachen Gewebe und Farben überdachte, wählte sie einen Schleier, der bei weitem erhaben schien und strahlend glühte, wie der Morgenstern. Nun, hier besteht sicherlich eine verwunderliche Ähnlichkeit zwischen der Frömmigkeit der Königin von Troja und derjenigen der Königin von Spanien. Im Heidentum der Antike nun verbarg sich ein Geheimnis unter dem Bekleiden der Götter. Natürlich, es ist immer irgendwo ein Geheimnis darunter verborgen. Wenn es Götter und Göttinnen so sehr befriedigte, gekleidet zu werden, dann deshalb, weil es eine Zeit in ihrer Geschichte gab, zu der sie dringend gekleidet werden mussten. Ja, es kann eindeutig festgelegt werden, und darauf wurde ja schon hingewiesen, dass letztlich der große Gott und die große Göttin des Heidentums auch als Inkarnation unserer großen Urahnen verehrt wurden, während die Tatsachen ihrer eigenen Geschichte mit ihrem Götzensystem verflochten waren. Der verheerende Fall unserer Urahnen beraubte sie ihrer ursprünglichen Herrlichkeit und machte es nötig, dass die göttliche Hand ihre Blöße mit einem extra für sie vorbereiteten Gewand bedeckte. Ich kann an dieser Stelle nicht auf eine umfassende Beweisführung zu diesem Punkt eingehen, sagt Alexander hier, aber wir wollen kurz über die Aussage Herodots über die jährliche Zeremonie in Ägypten nachdenken, bei der ein Widder geschlachtet und der Väter der Götter mit seinem Fell bekleidet wurde. Vergleichen wir dies